Vielen Dank. Für 2 Minuten Frau Verheyen. Sehr geehrte Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße den Vorstoß unseres Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber, die Debatte über das Interrail-Ticket noch einmal angestoßen zu haben und hier auch den Vorschlag noch einmal forciert und unterbreitet zu haben. Wir müssen mehr junge Menschen in Europa die Möglichkeit geben, ihre Nachbarn kennenzulernen und in den gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zu treten. Denn die Förderung des interkulturellen Dialogs ist heute wichtiger denn je. Gegenseitiges Verständnis und Respekt zwischen den verschiedenen Kulturen muss Basis unseres Miteinanders sein, damit unsere Gesellschaft weiterhin in Vielfalt und Freiheit auch bestehen kann. Ein gut durchdachtes, niederschwelliges Mobilitätskonzept speziell für junge Menschen kann durchaus dazu beitragen, in Europa Gelegenheiten des gegenseitigen Kennenlernens zu schaffen und eine europäische Identitätsbildung zu fördern. Wir sollten hier vor allem gezielt die Jugendlichen erreichen, die von den bereits bestehenden Bildungsprogrammen bisher wenig oder gar nicht erfasst werden. Deshalb darf das Programm keine zu großen Zugangsbarrieren haben. Gut durchdacht kann diese Idee eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden europäischen Förderprogrammen für junge Menschen in Europa sein, sodass potenziell Synergien entstehen können. Dazu brauchen wir gute Konzepte, die zügig erarbeitet werden sollten. Die Finanzierung muss ebenfalls sorgfältig geprüft werden, denn schließlich soll die Konsequenz nicht sein, den gut funktionierenden, aber bereits hoffnungslos unterfinanzierten Bildungsprogrammen die Finanzierungsgrundlage noch weiter zu entziehen. Die Bildungsprogramme im Rahmen von Erasmus Plus sind trotz der Erhöhung um 40% immer noch chronisch unterfinanziert. Nur ein Bruchteil der guten Projekte, zum Beispiel in Förderprogrammen wie Jugend in Aktion oder Comenius oder Leonardo, die eingereicht werden können, am Ende auch gefördert werden. Die Quote liegt teilweise unter 25%. Dennoch halte ich dieses neue Angebot für wichtig, weil es genau eben eine andere Klientel erreicht. Wir brauchen aber eine Förderung der Mobilität, die auf einer finanziell soliden Basis steht. Und ich fordere da auch die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich aktiv an dem Projekt zu beteiligen, auch finanziell. Und auch die Eisenbahnunternehmen könnten ihren Anteil da ohne weiteres zu leisten. Denn Europa wird vor allem durch die Verbindung von Menschen gebaut und nicht durch Paragraphen. Ja. Danke. Und jetzt Herr Wojcik, eine Minute. Vielen Dank, Herr Präsident. Vor anderthalb Jahren war ich Vizevorsitzender des Verkehrsausschusses und da habe ich mit dieser Kampagne angefangen und ich habe den Vorschlag